Und da sind wir wieder bei Let's Play Battlefield 4. Das ist Part 8. Ich bin Mokali MC. Und es geht weiter. Wenn wir die jetzt hier alle aus dem Weg geräumt haben, dann kommen wir gleich hier zur nächsten Waffe. Da gehen wir nämlich hier vorne hoch. Oh, hier ist noch eine. Also dann gehen wir hier hoch. Hier links. Dann springen wir hier rüber. Oh, das hat erstmal nicht geklappt. So, jetzt hat es geklappt. Und dann habt ihr hier die nächste Waffe. Die SCAR-H. Rückendeckung. Runner 1 endet. Racker, pack! Achtung!
Und da kommen wir gleich auch zur Waffe. Und da muss ich sagen, da hat EA und DICE sich richtig Mühe gegeben, um die Waffe zu verstecken. Und die nochmal platt hier. Dann geht ihr nämlich hier hoch. Dann hier rechts. Da steigt ihr dann hier auf diese Kisten. Und springt rüber. Da müsst ihr halt aufpassen, dass ihr nicht von dem Rand fallt. Hier rum. Und hier nochmal rum. Und dann liegt sie da hinten schon. Also das ist richtig gut versteckt. War richtig anspruchsvoll. Nicht das einfach, was man sonst mehr von anderen Spielen kennt. Ich sehe das Flugfeld noch nicht. Das jetzt hier wird auch ein bisschen anspruchsvoll. Bin ich auch die ersten paar Male gestorben und habe dann die Mission immer wieder neu gestartet. Das hängt damit zusammen, weil das alles so ein unübersichtliches Terrain ist. Also ihr habt es hier mit drei Panzer zu tun und ein BTM-Schützenpanzer. Und da würde ich euch halt empfehlen, dass ihr da langsam vorrückt, euch zur Not. Wenn ihr merkt, dass es halt kritisch wird, dass ihr euch dann auch mal wieder zurückzieht. Und dann klappt das auch. Ja,
Und dann kommen wir hier auch schon zur nächsten Erkennungsmarke. Wenn ihr die Gegner dann hier erledigt habt, springt ihr hier runter. Begebt euch einfach hier hinter den Tresen. Und da ist sie. Mann! Ich nehme ihn aus. Da ist die Brücke. Wir sind nur noch zu viert. Wir sollten los. Das ist aber nirgendwo Deckung. Das ist doch totale Scheiße. Wir brauchen bessere Plan. Die Wolken brechen auf. Der Sturm legt sich. Wir müssen uns beeilen. Das gefällt mir nicht. Bist du wahnsinnig? Wir vier gegen eine Armee? Wir haben die Mission ausführlich mit Garrison besprochen, okay? Er war sich des Risikos bewusst. Nein, du hast das besprochen. Und zwar hinter meinem Rücken. Was ist dein Problem? Willst du keine Frau in deinem Squad? Ich habe kein Problem mit Frauen, aber ich habe eins mit Lügnern. Jetzt hört auf! Wir haben eine Mission zu erledigen. Denkt an die Leute auf der Valkyrie, die ihr gerettet habt. Sie verlassen sich auf uns. Fuck! Hilf mir mal, Wrecker. Ich traue ihr nicht. Sie verbirgt was. Behalt sie im Auge. Weiter geht's, aber schnell. Keine Militärmaschinen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie rausbringe. Los, der Sturm wird nicht lange anhalten. So fühlt es sich aber nicht an. Okay. Hinter die Autos. Und da kommen wir schon wieder zum Ende von Let's Play Battlefield 4 Part 8. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Weiter geht's mit Part 9. Und da geht dann wieder die Post ab. Bis dann.